Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Auf Instagram habe ich es ja schon angekündigt, dass eine weitere neue große Stickmaschine in meinem Atelier eingezogen ist. Und ihr seht gleich auch, wie das so alles vonstatten gegangen ist. Ich darf diese Maschine testen und bin sehr happy darüber, passend zu dem Namen der Maschine, Happy Japan. Die ist gar nicht so bekannt. Und ich möchte diese Maschine gerne testen und werde euch auch in den weiteren Videos natürlich dann mitnehmen und erzählen, was denn diese Maschine kann, was andere nicht können oder was diese Maschine nicht kann, was andere können. Ich habe ja drei verschiedene Maschinen hier. Die Brother PR670E, die Fuwai und die Happy Japan. Von der Happy Japan gibt es auch ganz viele verschiedene Modelle. Ich packe euch einen Link in die Infobox, da könnt ihr auch gerne einfach mal stöbern und gucken. Und ich habe jetzt die 7-Nadellege, die gibt es natürlich auch noch mit mehr Nadeln. Aber ich wollte mal die kleinere Version ausprobieren, weil ich glaube, dass viele von euch sich einfach diese Maschinen mit vielen Farben nicht so direkt leisten können, als einfach ein kleineres Modell. Und die Happy Japan, die ist auch relativ günstig im Vergleich zu den anderen. Und ich bin sehr gespannt, wie es damit denn so weitergeht. Also in diesem Video seht ihr, wie sie aufgebaut wird. Ihr lernt den Michael etwas kennen, der mir diese Maschine gebracht hat und der sie auch vertreibt. Und dann freue ich mich, euch auch endlich mal etwas zu meiner Buchhaltung zu sagen. Da bekomme ich auch echt viele, viele Fragen von euch, wie ich denn meine Buchhaltung mache, weil ich darüber, ja, das ist einfach so ein Thema, man muss es halt machen, ne? Und ich habe tatsächlich, darf man kaum erzählen, bis vor einem Jahr meine Rechnungen alle einzeln abgetippt. Also natürlich hatte ich mir meine eigene Vorlage erstellt, aber ich habe jede Rechnung einzeln alles abgetippt und erstellt in Word. Ja, genau. Und dann habe ich mich letztes Jahr aber umgeschaut nach einem System, wie ich denn meine Buchhaltung etwas fortschrittlicher behandeln kann. Und bin auf Cevdesk gestoßen und habe dann mir ein Cevdesk-Abo geholt und benutze das jetzt auch seit über einem Jahr. Und ich bin zufrieden damit. Es hat sehr, sehr viele Vorteile und es vereinfacht einem die Buchhaltung enorm, weil man einfach ganz viele Schritte nicht mehr machen muss, die man sonst alle per Hand machen muss. Die gehen einfach alle automatisch. Ich habe mein Shopify-Konto damit verknüpft, also der Anbieter, wo ich meine Homepage drüber laufen lasse. Und die Rechnungen werden automatisch erstellt von Cevdesk. Und das Einzige, was ich im Cevdesk-Programm machen muss, ist nur noch quasi als bezahlt markieren und that's it. Also die Rechnungen werden komplett selber erstellt. Man kann auch manuell Rechnungen erstellen. Ich benutze Cevdesk nicht nur auf meinem Computer, sondern ich habe mir das auch als App runtergeladen. Und so kann ich auch Kassenzettel einscannen und dann habe ich die Zettelwirtschaft auch ganz schnell erledigt. Sollte ich das denn auch direkt immer machen? Das mache ich natürlich nicht immer, aber ich lerne und trainiere mich selber. Weil je schneller du das machst, also wenn du Zettel bekommst, direkt einscannen, zack, hast es drin und kannst das Zettelchen abheften. Außerdem, was ich auch sehr cool finde, du kannst direkt per E-Mail, wenn du was bestellt hast, die E-Mail in dein Programm direkt reinziehen. Der liest sich die ganzen Daten aus der Rechnung zusammen und dann musst du vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzen, die er nicht genau herauslesen konnte. Aber dann hast du auch diese Rechnung schon direkt in deinem Programm drin. Du kannst auch während des Jahres immer wieder schauen in deinem Dashboard von Cevdesk, was du denn ausgegeben hast, was reingekommen ist. Ja, du kannst einfach so dein Einkommen und deine Ausgaben super gut kontrollieren. Und du kannst in Cevdesk deinen Steuerberater einladen. Dann kann er direkt auf dein Programm zugreifen und du musst auch dort nichts mehr irgendwie hin und her schicken, sondern du hast alles wirklich an einem Platz. Ich freue mich auch, dass Cevdesk dieses Video unterstützt und gebe das auch wirklich aus voller Überzeugung gerne weiter. Denn ich bin ja quasi euer Versuchskaninchen hier. Ich gebe gerne mein Wissen an euch weiter, sofern es nicht irgendwelche Großhändlerfragen betrifft. Da bekomme ich natürlich auch einige Fragen, wo ich denn meine Bodies und solche Sachen herbekomme. Das verrate ich nicht, aber ich gebe euch ansonsten ganz, ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Maschinen, was für Material ich benutze und ja, alles Mögliche, aber das wisst ihr ja, das seht ihr ja in meinen Videos. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Musik.
gibt da ein paar Unterschiede zur 12-artigen. Der Aufbau ist komplett dasselbe. Mhm. Also der Rumpf. Also es schaut zwar recht plastikmäßig aus, der Rumpf hier, gell? Aber da ist ein kompletter Stahlkern drin. Ach krass. Also das ist quasi immer der Stickmodus. Und hier gehst du quasi, hörst du das Menü. Du kannst als erstes Stickdatei einlesen, das ist eigentlich so wie bei der Fuga. Dann hast du hier deinen ganzen Stickmuster drin. Da weist man dann immer die Nadel zu. Ah ja. Du kannst dann hier auch die Farben eben ändern. 7 ist jetzt nichts da, aber du kannst es hier hin. Dann darf die blau. 7 die blau. Mhm. Und du siehst da hier, es sind nur ein Farbwechsel. Und du sagst, na, ich brauch die 2, ich brauch die 3. Das ist das gleich. Okay. So, da unten hast du deine 7 Nadeln. Mhm. Was denkst du, hast du jetzt hast die 1 ausgewählt. Ja. Na, normal hast du ja Farbreihenfolge. Ach so. Genau. Und dann wählst du deine Farbreihenfolge aus. Kann man bei der Maschine, ganz wichtige Frage, vorher einstellen, ob sie stoppt, wenn du eine Interrupt-Datei hast? Das heißt, wenn Ja, kannst geht du, das bei ja. Der? Und das geht bei der Fubai nicht, ne? Bin mir nicht sicher, aber einfach hier Stopp, vor der Farbe Stopp. Also jetzt haben wir natürlich bloß eine Farbe. Ja. Wenn du jetzt, aber dann, du müsstest halt noch eine andere Farbe reinprogrammieren, wenn du jetzt sagst, okay, meistens haben wir ja bei Applikationen genau. Preis, stickt man es an, Stopp drauflegen, Stopp wegschneiden. So ist es. Genau. Das kann die Maschine? Genau, richtig. Das wird ein großer Vorteil, Stopp. Würde ich sagen. Nur Stopp. Mhm. Okay. Und dann war es eigentlich schon. Wenn du das eingestellt hast, dann gehst du in Stickmodus. Mhm. Wenn du natürlich aber noch, du kannst auch die Rahmen einstellen. Du könntest es sogar, du kannst sogar einen Rahmen, also man kann die auch bearbeiten. Also du kannst deine eigene Rahmengröße einstellen. Mhm. Aber wie gesagt, der normale Ablauf ist, du gehst in dein Stickprogramm, tippst es dort ein, schickst es rüber oder speicherst es in den Ordner rein und hast es dann da. Das ist zu viel, zu kompliziert. Gut, bei der Brother ist was anderes. Du kannst ja da Logos zusammenfügen, gell? Ja. Das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied. Mhm. Aber das ist trotzdem, machen wir das eigentlich auf dem Rechner. Und dann haben wir hier unten musst du da immer schauen, was du stickst. Wenn du Hemden stickst, dann würde ich es mit dem Ölen lieber nochmal lassen. Ja, sonst haben die Hemden die Öl. Ja. Aber Hemden mache ich jetzt nicht so oft. Ja, aber die sind sehr empfindlich. Mhm. Gut. Also du hast es quasi auf die Stange genau. Hier so ein bisschen? Ja, genau. Okay. Und das Dashboard ist aber auf Englisch alles, ne? Das ist jetzt auf Deutsch. Du kannst es auch auf Deutsch. Auf ne, soll auf Deutsch. Sprache. Hatte ich mir eben nicht. Ja. Du kannst da auf Tschechisch, wenn es braucht. Naja, mach mal Tschechisch. Französisch, Italienisch. Na, ja, weißt du. Bist du auf Play drücken? Drück mal auf Start. We'll be right back.